weil man hier viel netzwerken kann, super viel Input bekommt und wirklich eine Menge dazulernt. Es ist wirklich eine super Atmosphäre hier und es sind echt motivierende Leute. Also man spürt, dass in einem drin die Motivation immer weiter wächst, weil wenn man neue Ideen hier hat und Anregungen, dann kriegt man echt von jeder Seite Unterstützung, Tipps und Ideen und das feuert einen dann an. Es ist ja mittlerweile mein 4. DNX-Camp und ich habe immer, bei jedem DNX-Camp habe ich wieder gemerkt, es bringt mich einfach jedes Mal irgendwo anders wieder einen Schritt weiter. Es hat angefangen mit so Services, wo ich einfach nur die Idee hatte, war dann im ersten DNX-Camp, habe dann gemerkt, hey, diese Service, so diese Idee kommt super gut an. Ich habe die ersten Anfragen gekriegt, obwohl ich nur die Idee hatte und habe dann eben gemerkt, okay, da ist wirklich die Nachfrage da. Am DNX-Camp besonders gut, das ist wie Urlaub machen und trotzdem kommt man mit seinem Business so weit. Man trifft geile Leute. Das ist Party abends und tagsüber trotzdem richtig Gas geben. Und also wir haben das erste Mal erlebt und das macht schon fast süchtig. Wir haben Social Media Experten da, Grafiker, Fotografen. Man kann super zusammenarbeiten, kriegt mega guten Input und das macht einfach nur Spaß. Am DNX-Camp gefällt mir besonders gut, dass man hier 10 Tage wirklich ganz intensiv mit Gleichgesinnten verbringt, super viel Input bekommt, in den Mastermind-Sessions nochmal konkret die Projektideen durchspricht und dadurch super produktiv ist, neue Ideen fürs Business bekommt und trotzdem irgendwie dieses Urlaubsfeeling hat, mal raus ist aus allem und hier super spannende Aktivitäten mit den Gleichgesinnten unternehmen kann. Wir waren bei der Blauen Lagune gerade zum Quadfahren zurück, waren im Pool am Meer, wir waren schnorcheln, kiten, alles Mögliche ausprobiert. Und dann natürlich hier mit dieser tollen Szene noch, kann man sich einfach reinhocken, am Laptop arbeiten und schaut mal einmal nach oben und sieht das Meer. Einen schöneren Arbeitsplatz gibt es eigentlich nicht.